Es hätte schlimmer kommen können. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Ich sehe jetzt keinen Totalausfall. Das freut mich zumindest. Also ihr solltet uns 3 Exemplare jeweils präsentieren. Das habt ihr alle gemacht. Können wir schon mal einen Haken dran machen. Wollen wir auf meiner Seite heute mal anfangen? Der Drip hat noch so ein bisschen diese Tropfenform. Für mich in Ordnung. Mir gefällt die Backfarbe ganz gut. Was sagst du? Auf der Hauptfläche sind sie auf jeden Fall sehr rösch. Ich nehme es jetzt mal in die Hand. Also hier haben wir es sehr dunkel. Und dann ist hier auf der Seite ein bisschen heller. Also gleichmäßig sollte die Bräunung schon sein. Also was mir allerdings als erstes auffällt, sie haben nicht alle dieselbe Stärke. Also wenn man sie jetzt so seitlich dreht, dann kann man das sehen. Der hier ist halt ein bisschen dicker vom Durchmesser als die beiden. Also es ist Füllung da, ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht, das ist etwas schwierig. Das Gebäck ist kompakt und man muss da wirklich diese Füllung reinarbeiten. Hier ist auf jeden Fall Füllung vorhanden. Also wenn man reinbeißt, man hat sofort dieses Knacken. Ihr habt es wahrscheinlich auch gehört, die Geräuschkulisse stimmt schon mal. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Mit der Backfarbe war ich mir nicht ganz so sicher, muss sagen. Dieses Goldgelbe, es passt, es schmeckt jetzt überhaupt nicht bitter, es ist wunderschön. So Eierlikörfüllung muss auf jeden Fall mehr rein. Oben das mit dieser Himbeerschokolade finde ich gut. Man hat immer so eine ganz leichte Säure. Das ist hervorragend. Also auch die Struktur von dieser Blätterung, die Struktur, die stimmt. Also das Tourengeben hat funktioniert. Und ich finde, es lässt sich sehr gut essen. Bis auf die Füllung, die wirklich untergeht. Ja. Das Erste, was mir bei den nächsten 3 Exemplaren auffällt, ist tatsächlich die Backfarbe. Hier in der Mitte deutlich dunkler als auch beim ersten Exemplar. Und dann der Drip, der ein bisschen zu weich ist. Also da hätte ich mir wirklich mehr diese Tropfen gewünscht. Oben die Dekoration ist für mich in Ordnung. Die Backfarbe ist auf jeden Fall zu dunkel. Es sollte goldgelb sein, auch wenn es jetzt gleich keine Bitterstoffe hat. Aber das Auge ist automatisch mit. Also da wirklich gucken, dass es ein etwas hellerer Farbton ist. Also ich habe hier die Füllung. Die kann man gut sehen. Etwas mehr als im ersten Exemplar. Und was man dann hier schön sehen kann, ist auch die Blätterung von dem Plunderteich. Diese Backhaut hier oben, dieses dunkelbraune, ist definitiv zu dunkel. Eierlikör, man schmeckt ihn ganz, ganz leicht. Du hast es wirklich nur oben und da konkurriert er so ein bisschen mit der Schokolade. Also da muss man schauen, dass es wirklich noch ein bisschen üppiger gefüllt wird. Mein Exemplar würde ich sagen, zu 97% durchgebacken, aber nicht 100%ig. Die nächsten 3 Exemplare scheinen mir ein Tick kleiner zu sein. Und was auffällt, ist der Drip, weil der wirklich runterläuft. Das sollte auf gar keinen Fall. Hier kann ich auch noch die Einstichlöcher sehen. Das sollte man natürlich nicht tun. Und beim mittleren Exemplar, da kommt jetzt auch die Füllung raus. Von der Backfarbe her sieht es gut aus. Also hier kann man gut die Füllung drin erkennen. Er lässt sich gut brechen, er ist relativ weich. Jetzt allerdings auch nicht so eine feste Kruste. Mhm. Also auch hier wieder, man sieht ganz oben so ein ganz, ganz kleines bisschen von der Eierlikörcreme. Das ist natürlich zu wenig. Vom Essen her ist es sehr angenehm. Hier ist es tatsächlich so, dieses eine kleine Knacken und dann hast du von innen diesen saftigen Teig. Ich hätte auch hier gerne ein bisschen mehr Füllung drin gehabt. Die nächsten 3 Croissant-Varianten sind wieder ein bisschen größer. Allerdings auch hier der Drip etwas zu flüssig. Er läuft komplett bis unten runter. Ich würde sagen, auch so ein Tick unterschiedlich dick. Bei dem Exemplar würde ich sagen, die Form gefällt mir komplett gut. Und die beiden weichen ab. Ja, das mit dem Drip, das ist definitiv nicht so, wie sich das halt Betty vorstellt. Man muss das schon darauf achten, dass der Drip wirklich nicht runterläuft. Es hätte schöner gearbeitet werden müssen. Hier kann man aber gut die Füllung erkennen.
Sie hätte vielleicht noch so ein bisschen weiter reingehen können, aber es ist schon deutlich mehr als bei den ersten Exemplaren. Wenn man sich das jetzt anguckt, diese Struktur hier von innen, dieses ganz leichte, dass ich sie so auseinanderziehen kann, das ist ein schönes Indiz dafür, dass es mit dem Turieren hier ganz gut funktioniert hat. Gleichmäßigkeit, die muss auf jeden Fall noch gegeben werden. Eine gleichmäßige Backfarbe ist auf jeden Fall auch wünschenswert. Eierlikörcreme ist oben vorhanden, aber auch für mich definitiv zu wenig. Die nächsten drei Exemplare sehen auf den ersten Blick sehr gleichmäßig aus. Ist es mir allerdings ein Tick zu dunkel. Oben der Drip ist ein bisschen fester. Dadurch ist er hier auch sehr großzügig obendrauf. Hier habe ich die Tropfen und es läuft aber irgendwie darunter noch was weiter. Also ein bisschen heller backen auf jeden Fall. Also ich habe die Füllung hier oben. Hier ist sie auch so ein bisschen mehr in die Mitte gekommen. Sie ist auf jeden Fall vorhanden, aber auch da hätte sie so ein bisschen mehr sein können. Vorweg zu wenig Eierlikörcreme und es ist auf jeden Fall zu dunkel gebacken. Die vorletzten drei Exemplare gleichmäßig. Der Drip hier wieder etwas fester, dafür hat er hier die Tropfen. Ich habe die Dekoration. Von der Backfarbe würde ich sagen, gefällt es mir ganz gut. Für mich persönlich ist das das schönste Exemplar von allen, die wir bis jetzt gesehen haben. Und ich kann das auch noch mal zeigen. Also es gibt noch Verbesserungen. Der Anschluss darf nicht zu sehen sein, aber hier sieht man wirklich, wie gleichmäßig man gearbeitet hat. Das ist wie beim Baum die Jahresringe und das ist tatsächlich das erste optische Indiz, dass das mit dem Touren wirklich ganz gut funktioniert hat. Also hier kann man es gut sehen, wo hier die Füllung ist. Die geht fast bis hier nach unten, also deutlich mehr gefüllt, als was wir bisher gesehen haben. Ist jetzt das beste Exemplar. Saftig und aus einem ganz leichten Crunch von der Außenhaut, von der Backhaut. Obendrauf das mit dem Drip. Die Schokolade schmeckt man, es ist zu wenig Füllung. Von der Teigführung her auf jeden Fall das beste Exemplar bisher. Bei den letzten drei Exemplaren fällt mir als erstes auf die Backfarbe, die für mich ein Tick zu dunkel ist. Und wenn ich hier das hintere Exemplar nehme, also, ich glaube, man kann es eigentlich ganz gut erkennen. Das hier ist ein Tick kleiner als das hier. Also es ist so ein bisschen ungleichmäßig, nicht identisch. Und obendrauf der Drip. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie Zähne, die da oben so drin sind, wie so eine Haarklammer, die das Ganze festhält. Optisch ist es kein Highlight. Also hier oben ist ganz klein ein bisschen die Füllung zu sehen. Dadurch, dass das Gebäck auch wesentlich flacher ist zum Beispiel als das vordere, hat es natürlich nochmal einen ganz anderen Biss. Das ist hier von außen wirklich nur ganz wenig Teig in der Mitte und der ist wirklich auch schon so, dass man ihn fast rausbröseln kann, also viel zu trocken. Die Füllung ist so wenig, dass man nicht wirklich erkennen kann, ob da auch der Eierlikör drin ist. Definitiv mehr Füllung und ja, ein bisschen saftiger, so hätte das Gebäck auf jeden Fall sein sollen. Erst Schnecken. Jetzt schnacken, sprich reden. Ihr dürft euch gerne beraten, denn wir erwarten natürlich eine Rangfolge von 1 bis 7. Wer hat im Croissant-Schneckenrennen die Nase vorn? Alle haben zu wenig von der Eierlikörcreme. Es ist tatsächlich auch eine echt schwere Aufgabe gewesen. Es gab Höhen und Tiefen. Aber ich glaube, du stehst da, wo die Höhen sind. Ja, es gab ein wirklich herausragendes Exemplar, das ist tatsächlich das hier vorne. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so gut ankommt. Also zu klein, zu dünn. Also wir hatten so öfter mal so Schwankungen, auch was die Form angeht. Aber was auch viele hatten, war zu dunkel. Ich fand meine Beurteilung zu ganz schön schlecht. War nicht so gut. Hier waren ja auch die Löcher zu sehen vom Einfüllen, also vom Vorbohren. Mhm. Allerdings habe ich mir hier notiert, der war echt so der Erste, der relativ locker war, im Gegensatz zu den ersten beiden. Ich bin in nicht top, ich bin in dem Flop durchschnittlich. Also ja, also wir werden mal sehen. Wenn man es halt mal hochhebt, also du hast ja hier so, das ist ja gar keine Porung.
Ich rechne mit den hinteren Plätzen, wenn nicht sogar eigentlich ja, das Schlusslicht mal wieder. Ja, ist super ärgerlich, weil ich einfach Punkte brauche und ich glaube, dass ich auch mit Abstand hinterherhänge. Wer hängt hier wen ab? Auf der Jagd nach der roten Schürze. Passend zur Croissant-Variation dürft ihr jetzt auch mit den Punkten variieren. Teilt uns bitte mit, wer ist Platz 1 und wer ist Platz 7. Ihr durftet das dritte Mal touren bei einer technischen Prüfung. Und ihr habt gemerkt, die Messlatte ist wieder ein Stück höher gegangen und der Schwierigkeitsgrad auch. Wir fangen mal mit dem 7. Platz an. Der 7. Platz, der befindet sich hier. Tom, vorweg muss man sagen, das mache ich jetzt einmal pauschal für alle. Ihr habt alle zu wenig Eierlikörcreme drin. Das mit dem Touren hat so überhaupt nicht funktioniert. Du hast ja gesehen, wir haben es verglichen. Also das ist ja tatsächlich keine Optik, die wir haben wollen. Was passiert? Ich habe irgendeinen Fehler gemacht zwischendurch. Ich habe schon gemerkt, dass es irgendwie vom Teig her nicht stimmt. Aber was soll man halt machen, wenn es nicht läuft? Es hat für dich tatsächlich für 8 Punkte gereicht. Platz 6. Den haben wir nicht. Aber wir haben 2 Fünftplatzierte. Die befinden sich hier. Sehr viele Parallelen bei euch. Hier hervorzuheben ist auf jeden Fall, es ist nicht gleichmäßig gerollt, also sie haben verschiedene Stärken. Die Backfarbe hier auch so ein ganz klein wenig grenzwertig. Bei euch beiden ist tatsächlich der Drip sehr stark verlaufen. Es war eine Verkettung unglücklicher Handgriffe. Was bei euch noch festzuhalten ist, Backfarbe. Achtet darauf, es darf wirklich nicht zu dunkel sein. Insgesamt hat es für euch für 10 Punkte gereicht. Der 4. Platz findet sich direkt hier. Monika, 10,5 Punkte bei dir. Die Backfarbe, sie ist einfach einen Tick zu dunkel. Und auch bei dir der Drip, der sieht so ein bisschen mehr aus, als wenn er eigentlich so wie so eine Gardine rüberhängt. Also diese Tropfen fehlen mir auch da. Ich finde meinen Drip ganz schön eigentlich. So, der 3. Platz befindet sich direkt daneben mit einem halben Punkt mehr und 2 11 Punkten. Thomas. Deine 3 Exemplare waren insgesamt ein bisschen kleiner. Auch bei dir der Drip relativ flüssig. Dadurch kann man hier oben auch noch diese Einstichstellen sehen. Ich habe nie Drip gemacht und ich habe Dura. Also ja, ist auch ein bisschen flüssig, ja. Füllung, hat Christian schon gesagt, fehlt auch bei dir. Allerdings bei dir die Backfarbe und die Haptik beim Essen, die hat uns gut gefallen. Der 2. Platz ist hier. Sandra, 13,5 Punkte. Bei dir, das Gebäck hat die schöne Backfarbe. Man kann auch auf jeden Fall gut reinbeißen. Wir vermissen so ein bisschen die Füllung. Der Drip gefällt mir bei dir gut. Es ist auch noch bei dir noch so ein bisschen ungleichmäßig. Und der 1. Platz befindet sich hier. Erika, 17,5 Punkte. Mit den Touren, mit den einzelnen Schichten sind wir beide total zufrieden. Auch mit dem Drip, das gefällt uns gut. Alleine die Füllung, die hat halt wirklich fast gefehlt. Herzlichen Glückwunsch. Danke.